Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich habe heute wieder ein richtig cooles Video für euch. Und zwar habe ich zum ersten Mal in meinem Leben bei Shein bestellt und ich bin echt aus den Socken geworfen. Es ist wirklich der Hammer, was ich für eine Bestellung bekommen habe. Mit dieser Qualität hätte ich niemals gerechnet. Wirklich niemals. Und ich bin schon wirklich ganz aufgeregt, euch die Sachen zu zeigen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den ganzen Kleinkrusch-Sachen an und steigern uns dann bis zu den größten Sachen hervor oder nach oben. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie ihr die Sachen am Ende dann findet, weil, oh mein Gott, ich finde sie so wunderschön. Aber es ist ja auch vieles Geschmackssache, deswegen kein Problem. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, falls euch nichts gefallen hat. Aber ich denke schon, dass da für jeden irgendwas dabei sein wird, was ihm oder So, ihr ich habe jetzt gefällt. gerade mal in meine Wundertüte gegriffen und ich zeige euch mal das gesamte Ding. So groß ist die Tüte. Richtig toll. Und es kam auch alles wirklich super gut verpackt an. Ich glaube, das Paket hat jetzt 3 oder 4 Wochen gedauert. Bin ich wirklich sehr überrascht. Natürlich ist es halt jetzt auch nichts, was man dann bestellen könnte, falls man dringend etwas braucht. Ich fange auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem ersten Produkt an. Und zwar ist es das hier. Ich werde es jetzt auch noch auspacken. So, und der erste ist eben der hier. Vielleicht machen wir auch so ein kleines Try-on mit dazu. So sieht der erste aus. Ich bin gerade wirklich im Haarreifenfieber, seitdem ich beim DM die Haarreifen gekauft habe. So wie den hier. Seitdem habe ich ein richtiges Problem. Ihr werdet sehen. Ich spinne total, aber es hat auch den Grund, dass ich im Sommer wirklich super gerne offene Haare trage, aber es fast nie mache, weil mir meine Haare so auf die Nerven gehen, wenn sie mir ständig ins Gesicht fliegen. Und deswegen dachte ich, das sieht auch ganz gut aus, wenn man so ein cooles, entspanntes, lockeres Kleid Dann ist trägt. eben in diesem Dreier-Set noch der hier mit drin gewesen. Gefällt mir auch richtig gut, kann ich mir zu einer, ja, pinken, weißen Bluse sehr gut und Vorstellen. der letzte ist dann der hier und der gefällt mir jetzt, glaube ich, von den dreien sogar am wenigsten, aber ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr hübsch und man muss dann halt natürlich gucken, zu was man das halt eben kombiniert. Aber das ist ja bei eigentlich So, das allem so. nächste ist dann hier diese riesige Schleife. Ich weiß gar nicht, warum ich sie mir bestellt habe, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, es wird eigentlich in meinem Alter ziemlich albern aussehen, aber es war halt eben so ein Bild, wo sie das dann eben so hinten an den Haaren hatte und also ihr müsst es euch dann so praktisch vorstellen und dann so die Haare an der Seite. Ich glaube, es könnte doch sogar ganz gut aussehen. Muss man dann halt eben auch an das Outfit angleichen. Allerdings glaube ich, ich werde es eher öfters für meine kleine Tochter verwenden können. Aber auf jeden Fall richtig cool und ist auf jeden Fall toll, wenn man sowas daheim hat. Dann das nächste Produkt. Haarspangen. So, ich habe es gerade mal ausgepackt. Also wirklich, wirklich schön. Ich habe sogar schon so ein Set daheim, aber ich finde sie auf jeden Fall mega schön und auch das kann ich mir im Sommer richtig, richtig gut vorstellen. Wenn einem einfach wirklich die Haare auf die Nerven gehen, dann einfach das nur so ein bisschen auf die Seite, so eine Klammer rein und tschüss, au revoir, ich gehe jetzt raus. Ich glaube, richtig, richtig cool. Dann habe ich hier das nächste Set mit Haarreifen. Irgendwie greife ich auch nur die ganze Zeit zu Haarreifen. So, und die sind halt eben beide in Lederoptik, also einmal weiß, einmal schwarz. Ich tue die euch jetzt mit euch nochmal gemeinsam aufziehen. Oh ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das hat irgendwie was. Vor allem, weil ich im Moment ja so ziemlich blonde Haare habe, kann ich mir auf jeden Fall richtig gut mit einer Lederjacke im Sommer vorstellen. Also gerade an kühleren Sommerabenden. Dann dieser weiße sieht auch richtig cool aus. Wobei das hier schon irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Aber das ist jetzt auch vielleicht, weil meine Haare nicht richtig durchgekämmt sind und alles. Also ich denke schon, es wird richtig cool aussehen. Und ganz ehrlich, Hauptsache, meine Haare stören mich nicht in meinem Gesicht. Und schon wieder Haarreifen. Also ihr seht, ich habe wirklich viele Haarreifen bestellt. Ich habe tatsächlich ein Haarreifenproblem entwickelt. Das hier ist der erste. Ui, das sieht sehr schön elegant aus. Allerdings finde ich, der ist sehr fest. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich ihn vielleicht eine Stunde oder so trage, dass ich dann wirklich Kopfschmerzen bekomme. Aber ich finde ihn richtig schön und jetzt auch so in Kombination mit so goldenen Ohrringen sieht es echt schön aus. Dann der nächste sieht so aus, hat halt eben nochmal so ein paar kleine Steinchen dazwischen. Oh ja, und der ist schon wesentlich angenehmer. Der drückt fast gar nicht. Der ist wirklich toll. Aber bei Perlen ist halt immer das Problem, durch dieses Rollen kann es sein, dass es euch um Kopf rollt. Und dann noch der hier, der ist ein bisschen verbogen, finde ich.
Okay, aber ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ja, okay, der ist wirklich verbogen. Den muss ich auf jeden Fall noch so ein bisschen in meine Passform biegen. Aber auch der ist sehr schön. Den kann ich mir auch richtig, richtig gut vorstellen. Endlich mal ein Produkt, haarreif ist. Ich packe es kurz mal aus. Und zwar sind das diese wunderschönen Ohrringe hier. Richtig gut, kann ich mir auch richtig gut zu den Haarreifen vorstellen, die auch eben mit Perlen besetzt sind. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen gerade ein Problem mit Haarreifen, Perlen und Glitzer und keine Ahnung, mit allem einfach, mein ganzes Leben. Ich bin total am Eskalieren irgendwie. Richtig, richtig komisch, was bei mir gerade los ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schöne Ohrringe. Dann habe ich hier noch solche Ohrringe. Ich versuche sie mal auszupacken. Also hier ist dann eben so ein Earcuff dabei. Den macht man sich dann eben hier so oben hin. Oh, das sieht ja wunderschön aus. Oh mein Gott, es gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, den werde ich ganz bestimmt ganz oft tragen. Allerdings hatte ich ihn, glaube ich, gerade falsch rum drin. Oh, ich finde das richtig, richtig schön. Das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Ich hatte mal so ein Piercing hier oben. Ich hatte allgemein fast mal das komplette Ohr voll gestochen. Aber irgendwie, sobald man Mutter wird, will man das dann irgendwie gar nicht mal mehr so arg. Wie man jetzt diese Ohrringe hier benutzt, weiß ich nicht. Die haben einen ganz komischen Verschluss. Der ist so richtig, richtig komisch. Ich glaube aber, das Modell hatte das so hier am Ohr. Jetzt muss man das wahrscheinlich so reinstecken, dass es dann eben so hier entlang geht. Aber ist ja auch halb so wild. Ist auf jeden Fall, die beiden sind doppelt und das hier ist halt einzeln dabei, also nur ein einziges. So, als nächstes habe ich dann hier wieder eine Schleife. Das ist genau die gleiche Schleife wie die gelbe, nur halt eben in schwarz. Fand ich auch richtig hübsch und kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann nochmal die gleiche Schleife in pink. Finde ich auch richtig, richtig schön. Nochmal Haarreifen. Okay, in der Verpackung ist tatsächlich nur einer mit drin gewesen. Oh mein Gott, er ist so schön. Oh Gott, ich sterbe. Ich weiß nicht, was ich für ein Problem mit Haarreifen gerade habe. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe das schlimmste Problem mit Haarreifen gerade. Ich glaube, ich habe mir zweimal den gleichen Haarreif bestellt. Das ist echt traurig. So, dann haben wir hier weitere Ohrringe. Ich packe die mal kurz aus. Okay, die sehen echt heftig aus. Also, ob das auch gut bei mir aussieht, das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich fühle mich wie eine Göttin. Oh Mann, das ist echt schön. Der gefällt mir richtig gut. Allerdings muss ich dazu sagen, ich würde jetzt natürlich keinen Haarreif mehr benutzen, wo noch Perlen mit dran sind, weil ich glaube, das würde dann zu heftig aussehen. Wobei ich müsste es eigentlich mal ausprobieren. Ich glaube, das machen wir gleich mal zusammen. Gut, dann probieren wir es einfach mal aus. Oh, ich hätte niemals gedacht, dass das doch so gut aussieht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es zu viel Perle findet oder ob es doch in Ordnung geht. Ich finde es auf jeden Fall echt cool. So, und das nächste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist von Shein so eine Brille in der Tasche drin. Ich packe sie gerade mal aus. Und leider hat sie schon ein paar Fingerabdrücke. Allerdings soll das eine Blaulichtfilterbrille sein. Und ich dachte, das wäre richtig cool, dann fürs Video schneiden. Richtig cool und ich hoffe, dass ich oft dazu greifen werde. So, als nächstes habe ich hier noch so zwei Ohrringe. Und die Ohrringe sehen so aus. Also auch richtig, richtig schön. Mal gucken, ob ich dann eben ein Haarreif oder so dazu verwenden kann. Das würde bestimmt cool aussehen. Auch richtig qualitativ hochwertig. Dann habe ich hier wieder zwei Ohrringe. Die habe ich so ähnlich eigentlich schon, nur ist bei dem anderen eben der Earcuff noch mit dabei. Ja, und das sind eben diese komischen, wo man dann so ganz komisch einfädeln muss, wo eben an der Seite so wie eine Stecknadel haben. Wir können es ja mal gleich zusammen ausprobieren. So, ihr Lieben, ich habe jetzt beide mal endlich reinbekommen. Das war gar nicht so einfach, weil ich diesen Verschluss auch noch überhaupt nicht kannte. Ich muss das dann auf jeden Fall auch mal tagsüber, so auch während dem Arbeiten dann testen, inwiefern die dann gut heben. Aber ich finde eigentlich, dass es richtig hübsch aussieht und ich kann es mir dann auf jeden Fall richtig gut so vorstellen. Dann machen wir noch weiter mit dem nächsten. So sehen sie verpackt aus. Also ich habe jetzt die Ohrringe mal ausgepackt. Ich finde sie auf jeden Fall sehr schön. Was ich jetzt noch machen werde, ich mache mal kurz die alten hier raus. So, ich habe sie jetzt mal dran. Also die sind auf jeden Fall echt schwer, das muss ich echt sagen. Ich habe echt das Gefühl, mein Ohr wird mit runtergezogen. Aber ich finde schon, dass es ganz gut aussieht. Es hat halt irgendwie, ja, was sehr elegant und schickes.
Allerdings weiß ich nicht, zu welchem Anlass ich das jetzt tragen würde. Da muss ich da mal gucken. Ich bin da eh immer so ganz spontan und gucke dann halt eben, was mir in dem Moment am besten zum Outfit gefällt. Und halt, wie gesagt, sehr schwer. Könnte ich mir halt auf jeden Fall eher für einen kurzen Anlass vorstellen. Aber so den ganzen Tag wäre es mir dann, glaube ich, schon ein bisschen zu arg viel. Dann habe ich hier noch so ein kleines Set. Ich packe das auch mal aus. So, dann zeige ich euch jetzt alle mal einzeln. Also hier haben wir wieder so ein kleines Earcuff. Auch wieder richtig, richtig schön. Dann noch eins, allerdings mit einer Schleife. Dann haben wir hier diese gleichen Ohrringe. Und dann noch diese kleinen zwei hübschen Blätter. Dann habe ich hier noch richtig krasse Ohrringe. Ich hole das auch mal aus der Tüte raus direkt. Also, der ist komplett verbogen. Der hier geht eigentlich. Aber ist ja nicht schlimm. Sowas kann man sich ja immer wieder zurechtbiegen. Das ist ja kein Problem. Ich glaube aber auch, dass die hier ziemlich schwer im Ohr sein werden. Ah, wobei, eigentlich finde ich sogar, es geht. Also ich hatte sie mir wesentlich schwerer vorgestellt. Das ist halt auch auf jeden Fall sehr sommerlich. Ich finde, das erinnert so ein bisschen an diese Strandsteine. Ist auf jeden Fall sehr schön. Man müsste dann halt mal gucken, wie man sich dann die Steine hindreht. Das kann man nämlich hier alles so komplett hin und her schieben. Und dann vielleicht auch ein schönes, lockeres Kleid im Sommer. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Und ich glaube, das sieht auch echt gut aus. Habe ich hier noch solche zwei goldenen, die packe ich auch kurz mal aus. Und zwar sehen sie so aus. Ihr habt vielleicht schon mal bei mir silberne gesehen, die ziemlich gleich aussehen. Ja, ich finde sie auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich finde, die sind halt wirklich elegant und klassisch und sehr, ja, soft. Also gerade wenn man einfach nur einen weißen Blazer oder so trägt und dann einfach noch die so dazu. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich finde sie auf jeden Fall schön. Was ich hier halt bemängeln muss, diese Stäbe hier sind nicht komplett gerade. Also die sind hier so in der Mitte ein bisschen gebogen und geknickt. Kann man sich aber bestimmt auch zurechtkommen. Also ich will da echt nicht so pingelig sein. Vor allem, ich glaube, diese Ohrringe haben 80 Cent oder sowas gekostet. Und dafür, dass sie so hochwertig aussehen, kann man echt nicht meckern. Dann habe ich hier noch die hier. Die fand ich auch richtig schön. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. So, und hier seht ihr dieses Paar Ohrringe. Finde ich auch richtig, richtig schön. Auch sehr elegant und sehr klassisch. Und das wertet wirklich jedes Outfit nochmal auf. Also man kann auch wirklich dann an dem Tag nur komplett alles in Schwarz tragen oder nur in Weiß. Und das ist dann so das Statement im gesamten Outfit. Werde ich bestimmt auch sehr, sehr oft tragen. So, dann habe ich hier für euch das nächste Paar Ohrringe. Und zwar sind das einfach nur solche. Das Einzige, was mich hier wahrscheinlich stören wird, ist, wenn die dann halt ständig so wegknicken. Werde ich auf jeden Fall auch ziemlich oft tragen. Bei Ohrringen weiß ich dann auch immer schon direkt, welches Modell mir stehen würde und so. Also ich sehe praktisch ein paar Ohrringe und weiß direkt, oh ja, das würde bestimmt gut an mir aussehen. Und ich wurde eigentlich noch nie enttäuscht, so mit meinem Instinkt. Also, und jetzt habe ich hier noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich gedacht, ich probiere dann einfach auch mal die Marke von Shein aus. Und zwar heißt sie SheGlam. Und diese Palette habe ich mir bestellt. Das ist die Glitzwitz Palette. Ich denke, sie wird so ausgesprochen. Ich hoffe es. Auf jeden Fall mache ich sie mal auf. Und sie sieht halt eben so von innen aus. Hier oben steht Bricklane, wenn ich mich nicht täusche. Und hier ist halt eben noch so eine Folie, die ich irgendwie erstmal abkriegen muss. Wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, ist das ein Dupe zu der Natasha Denona Palette. Dachte ich mir jetzt einfach, ich bestelle einfach dieses Dupe dazu. Und ja, ich kenne halt die originale Palette von Natasha Denona nicht. Ich habe sie auch nicht da. Aber ich möchte diese Palette auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss ehrlich sagen, von den Farben her spricht sie mich nicht so an. Auch die von Natasha Denona nicht. Allerdings hatte ich damals echt überlegt, ob das meine erste sein sollte oder werden sollte. Ich habe mich dann aber zum Glück dagegen entschieden und dann die Gold-Palette als meine erste auserkoren. Die hier werde ich auf jeden Fall ausprobieren und dazu kommt auf jeden Fall sicher ein Video. Dann machen wir weiter mit den letzten vier Sachen, die ich habe. Und zwar habe ich mir auch gleich gedacht, ich teste auch ein paar Sachen aus der Schuhabteilung. Und zwar habe ich mir dann diese beiden Schuhe hier bestellt. Und ich habe sie auch schon anprobiert. Die passen perfekt. Ich habe mir hier die Größe 41 bestellt. Ich hatte eigentlich vor der Schwangerschaft Größe 38, 39. Aber seitdem ich eben die Kleine bekommen habe, ist es irgendwie so, dass mir nur noch Schuhe in Größe 40 oder 41 passen. Und ich dachte, ich gehe auf Nummer sicher und bestelle die 41.
Und ich würde sagen, sie ist schon ziemlich passend. Was mich ja allerdings überrascht hat, war die Qualität. Also die Sohle ist richtig weich und bequem. Natürlich habe ich sie jetzt noch keinen kompletten Tag getragen, aber ich finde sie richtig toll und bequem und die sehen von der Seite eben so aus. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Paar Schuhe. Nächste Paar Schuhe, das ich hier habe, sind die hier. Und oh mein Gott, die hauen wirklich auf die Kacke, wirklich. Die sind so, so schön. Allein schon wieder Perlen, wie ich es vorhin bei den Haarreifen gesagt habe. Ich habe gerade echt irgendwie eine Sucht nach Perlen und Glitzersteinchen. Es ist ganz komisch. Die sind auf jeden Fall flach und eben dann vorne spitz zulaufend. Komplett schwarz, außer halt eben diese Perlen hier oben, die halt das Besondere auch an diesen Schuhen sind. Ich bin echt begeistert von denen, auch was wieder die Qualität betrifft. Also wirklich sehr gut verarbeitet sehen die aus. Die sind mir fast ein bisschen zu eng gewesen, obwohl ich sie auch in 41 bestellt habe. Aber noch vollkommen in Ordnung. Also an eurer Stelle würde ich dann vielleicht einfach eine Nummer größer bestellen, wenn ihr dieses Paar auch haben wollt. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass Shein mich da so aus den Socken hauen würde. Das vorletzte Paar Schuhe sind die beiden hier. An sich eigentlich nichts Besonderes. Ich habe hier auch die Größe 41 bestellt. Finde ich aber auf jeden Fall echt cool und die finde ich richtig chillig so für den Sommer. Und die letzten Schuhe, dieses Highlight habe ich mir natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Und das sind diese beiden hier. Man könnte eigentlich sogar sagen, dass es wahrscheinlich Hochzeitsschuhe sind. Ich finde halt durch diesen goldenen Rand und ja auch eben hier scheint es so ein bisschen goldglitzerig durch und der Spitze und dann eben das da oben dazu. Also ich finde es richtig schön. Kann ich echt gar nicht abwarten, die hier zu benutzen. So ihr Lieben, und das war's dann auch schon von mir mit meiner ersten Shein-Bestellung. Und ich bin wirklich begeistert von den Produkten und von der Qualität der Produkte. Ich kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen. Ich bereue es so brutal, dass ich nicht schon früher dort bestellt hatte. Ich hatte wirklich immer Angst, dass bei mir nur China-Schrott ankommt. Und ja, also ich werde da definitiv noch öfters bestellen. Vor allem auch dann vielleicht auch Oberbekleidung und so. Ich hatte mich jetzt für die erste Lieferung erstmal auf so Accessoires und so begrenzt, weil ich Angst hatte. Ich wollte erstmal gucken, wie die Marke so performt von den Sachen, die ich jetzt bestellt habe. Und ja, da wurde ich wirklich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Ich bin positiv überrascht. Ich finde die Sachen wirklich besser als in manch anderen Läden. Und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kann man das echt gar nicht glauben, wie gut die Sachen eigentlich sind. Also ich bin wirklich baff und ich freue mich auf jeden Fall, die ganzen Produkte zu benutzen und auszutesten. Und wie gesagt, ich mache dann noch ein Video zu dieser Palette hier. Dann möchte ich mich auf jeden Fall bei euch verabschieden. Vielen Dank, wer bis zum Ende dran geblieben ist. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Einen schönen Tag noch. Tschüss!